Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Für den DS. Wir sind hier in Welt 4 stehen geblieben und wie ich euch schon in dem Infovideo gesagt habe, wurden die alten Videos, die ich davon gemacht habe, nicht mehr wiedergefunden von mir. Wir sind irgendwo verloren gegangen meinem PC und deshalb holen wir das Ganze einfach nach. Wir beginnen hier mit Welt 4a. Wir werden in diesem Part sehr viel machen, weil wir haben auch noch sehr viel vor. Ich meine, wir werden noch komplette Welt 4 jetzt beenden und dann wahrscheinlich auch noch die erste Hälfte der Welt 5 anfangen. Ja, das ist nur eine Nebendatei hier von mir. Das ist nicht die aktuelle Let's Play-Datei, weil dort sind wir schon fortgeschritten in Arena 5. Und es tut mir leid, wenn dieser Part ein bisschen von Fails geprägt ist. Dieser Part. Wow. Weil ich bin einfach noch gar nicht sehr an das Spiel gewöhnt. Und ich habe auch ein bisschen gespielt, um aufzuwärmen, um zu schauen, wo sind vielleicht nochmal die Starcoins. Um einfach nicht jetzt hier eine blöde Situation zu haben, aber das ist nicht so erfolgreich gelaufen, wenn ich das mal so sagen will. Und dann habe ich mir einfach gedacht, oh, der Koopa bleibt natürlich tollerweise auf dem Teil. Und das war ein bisschen knapp. So, dort oben sieht man vielleicht auch schon die Ranke ganz oben rechts. Dort geht es nämlich als nächstes hin. Dieser Para-Koopa will uns helfen. Auf jeden Fall erwarte ich das. Und damit überspringen wir auch einen Teil, der mich letztes Mal ein bisschen genervt hat. Also nicht letztes Mal, sondern als ich gerade eben mich aufgewärmt habe. So. So, Leute. Ja, der Panzer ist wohl weg. Aber die zweite Starcoin ist geholt. Und damit gehen wir gleich weiter. Wir wollen nämlich keine Zeit verlieren. Dieser Part kann zwar sehr lange dauern, aber ja, wir werden das Ganze jetzt in einem Part nachholen. Oh, das war so dumm von mir. Irgendwo hier die Röhre geht zur dritten Starcoin. Ah ja, die zwei grünen Röhren, die sind beide verbunden. Und jetzt geht es runter. Ich werde das einfach so machen, weil das ist keine aufwendige Starcoin. Wenn nicht, wenn es eine aufwendigere Starcoin wäre, dann werde ich mich jetzt auch in den nächsten Parts hinsetzen und das dann wirklich erstmal pausieren, runterstellen die Kamera. Es wird nervig, aber es wird besser, wie ich finde. Und ja, das war schon Welt 4 Level A. Das war viel einfacher als in den Proben, Leute. Wahrscheinlich sind das jetzt gerade mal 2 Minuten vergangen. Perfekt. Das Geisterhaus mit dem Secret Exit zur Kanone. Vielleicht wird das auch noch in 2 Parts gesplittet. Also wenn ihr Part 8 in der Eiswelt seht, vor dem ersten Turm, dann werdet ihr wissen, ich habe es nicht gepackt. Aber das ist auch, glaube ich, kein Wunder bei so vielen Levels in diesem Part. Aber ich denke mal, wir können unsere Art Speedrun in diesem Part. Ich meine, so lange wie dieser Part, wie ich ihn erwarte, ich erwarte ihn schon über fast eine halbe Stunde, sind die meisten Speedrun-Versuche von Mario Bros. Oh, Mann. Ich wollte mal schauen. Ist hier irgendwas? Nein. Ich erinnere mich nicht mehr sehr dran. Diesen roten Ring werden wir einfach auslassen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, wenn man das so sagen will. Kein richtiger Druck, weil, ja, es ist ja Freizeit praktisch. Und wir sind zu gut, um ihn zu treffen. Ich glaube, man konnte ihn hier treffen, den Wiggler, wenn man... Ja. Perfekt. Und da ist Starcoin Nummer 1, hoffe ich. Jo. Perfekt. Läuft ziemlich gut. Kein Fail. Und oh, diese Itembox habe ich geliebt. Kommt schon, grüner Panzer. Blauer Panzer, meine ich. Yes. Ich liebe dieses Item. Ich habe das so geliebt früher. Ich liebe es immer noch und es macht einfach immer so viel Spaß. So, hier war gleich Starcoin Nummer 2, aber ich will diesen Wiggler... Ich kill den Wiggler lieber nicht. Wisst ihr warum? Ich kill den Wiggler nicht, weil ich dachte, er wird mir helfen. Aber er hat mir nicht geholfen. Ja. Ah, so klappt das. Ich habe das gar nicht mehr gewusst. Oh, fuck, das war knapp.
Oh, nein! What the hell? Ja, die Steuerung von diesem Panzer Mario ist ziemlich scheiße. Ich weiß nicht, warum ich ihn so geliebt habe. Boah, war das knapp hier alles. Besonders dieser Run gerade. Ich hatte keinen Plan, wie sollte ich ihn stoppen. Ja, perfekt. Ich könnte da zwar noch die ganze Zeit hin und her springen und mir One-Ups holen, aber Leute, die Zeit fehlt. Zweites Level schon geschafft. Gleich wird es ein bisschen schwerer, weil ich nicht mehr weiß, wo der Secret Exit war. Leute, der Secret Exit zu dieser Kanone, ich weiß nicht, ob ich ihn nachliefern werde oder ob ich ihn jetzt durch Glück finde. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir den blauen Panzer dafür brauchen. Ich glaube, wir brauchen Mini-Mario. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das Teil da will hoffentlich nicht ausbüchsen, aber es tut. Wir kriegen Mini-Mario. Okay. Das könnte halt brutalst schwer werden, weil wir können nicht mit Mini-Mario zu einem, ich hatte es in Erinnerung, ungefähr zum Dreiviertel-Part von dem Ganzen hier kommen. Das ist unmöglich. Für mich praktisch. Ah ja, musste auf irgendeinem Teil davon hier hoch. Ich glaube, es war dieser hier. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Yes, er war's. Oder man wird von allen hochgebracht, ich weiß nicht mehr. Achso, das war die erste Starcoin, stimmt. Die waren so tricky hier, aber ich habe sie geliebt dafür, dass sie so tricky sind. Gut, das war die erste wirklich. Ah, diese Teile. Junge, die gab es glaube ich nur in diesem Level, vielleicht noch in anderen Mario Games. Aber die habe ich dann, wenn schon nicht gespielt. Oh Gott, ich fand die Teile immer so creepy. Ja, Mini Mario macht es hier möglich. Die Steuerung von ihm ist auch ein bisschen komisch, aber deutlich besser als der Panzer Mario. So. Okay, gut. Nächste Starcoin, und ich glaube, da hinten war dann der Secret Exit. Ist besser, wenn wir ihn. Ja, da ist er. Leute, ich bin so froh, dass ich ihn jetzt gefunden habe. Ohne Scheiß. Oh, der hat mich gar nicht bemerkt. Was ein Gangster. So, ich bin richtig froh, weil ich nicht wusste, wo er ist. Ich hatte nur in Erinnerung, irgendwas hier war mit Mini Mario. Geil, dass wir ihn hier bekommen haben. Ziemlich viel Glück. Ich glaube, das Spiel will, dass wir diesen Speedrun in einer Art schaffen. Boah, ich dachte gerade, meine Katze ist aufgestanden. Sie schläft hier gerade bei mir. Und ja, es ist dunkel, weil ich nicht will, dass es spiegelt. Ich habe leider keine Game Capture, mir war das immer zu kompliziert. Oder 1000 Euro kann man sich in meinem Alter nicht wirklich leisten. So, wir sind diesen Mini-Mario los. Das ist immer so eine Art Druck für mich. Wir können jetzt das Level nochmal schön in der anderen Richtung, egal ob wir dafür nicht so viel Zeit haben, beenden. Der Secret Exit ist getan und das ist schon die halbe Miete für das Level. Ich weiß gar nicht, ob wir in die Kanone immer gegangen sind bei den. Sorry. Bei den ganzen Leveln. Ob wir in die Kanonen gegangen sind, die wir freigeschaltet haben. Oder ob wir immer die gelassen haben. Ich werde das dann dementsprechend noch nachreichen, dann, wenn ich das bemerke. Oh Gott, das war so ein dummer Sprung, Leute. Kacke war derden. Okay. So muss man diesen Weg hier also machen. Bis hier war die erste Starcoin dann. Ist der fett? Keine Offense, es ist ja nur ein Videospielcharakter. Ich bin zu schlecht. Yes. So. Dann hier nochmal alles machen, wie wir schon gesehen haben. Och, der kleine Bastard. So. Gerade so geschafft. Unsere letzte Sorge ist noch die letzte Starcoin. What, das Überleitung hier. Letzte Sorge, letzte Starcoin. Ich glaube, sie war hier oben irgendwo. Ich hoffe es einfach nur. Oh Gott. Hat man dafür auch Mini Mario gebraucht? Bitte nicht. Nein! Nicht wahr! Über dem Secret Exit ging es da hoch. Das wollt ihr. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das ist aber so. Leute. Mario, schäm dich. Schäm dich.
Über dem Seagull Exit geht's dahin. Ich weiß nicht, ich werde es wohl nicht nachreichen. Weil ich habe es ja, das ist ja nur die andere Datei, wo ich die Level nochmal zeige. Ihr wisst, wo die Starcoin ist. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier nicht nachreichen will. Was? Wieso wird man hier zurückgebracht? Was? Ach so. Klar, das war die übere Tür, ich Keck. Was hat das denn für eine Idee von mir? Oh ja, Marco, hol nochmal die zweite Sternmünze. Die haben wir gar nicht gesehen. Ja, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, denke ich, dass ihr das vorher auch gesehen habt. Aber ist ja egal. Okay, dann geht's wohl. Hä, waren wir da drin in der Tür? Da waren wir jetzt... Oh, ah ja, wir sind da reingegangen. Wir mussten hier oben. Mann, wie dumm bin ich. Ja, da die Starcoin schaut uns nochmal hier richtig böse an. Wir haben sie nicht geholt. Sie ist wütend. Sie will auch schön in Marios Portemonnaie Platz nehmen, aber das wird sie jetzt leider nicht können. Dramatisch, dramatisch. Auf dem Let's Play-Account ist sie so wild drin. Ihr wisst, wo sie ist. Tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht zeigen kann, aber für mich ist das immer noch 100%. Ja, und wenn ihr bis hierhin geschaut habt und das nicht 100% findet, dann gebt doch mal ein Dislike. Würde mich da interessieren. Ja. Hier wird hier keiner hergeschaut haben. Wenn doch, kommentier mal. Fände ich ganz nice. Ja. So, aber jetzt back to business. So, hier der Kelle gibt uns die Feuerblume. So, das Level war eigentlich ganz cool früher. Aber so ein bisschen komisch mit den ganzen Bob-Ombs plötzlich. Und eine Starcoin hat mich echt zum Verzweifeln getrieben. Welche, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Es gab genügend einfache, ein paar schwere. What war das Luck? What? Oh, noch eine Feuerblume. Alles klar, der kann damit Sachen wegräumen. Er fetzt denn. Cooler Kerl. Ich glaube, ich werde Fan. Ich mache eine Fanseite auf Instagram. So, ich glaube, hier war irgendwas. Nö. Ach, muss man da nicht hoch? Go away. Okay. Verwirrend, wir haben noch keine Starcoin gefunden. Oder war die da drüben? Wow. Ich bin so blöd, ich springe einfach irgendwie. Okay. Keine Starcoin bis jetzt, ist ziemlich trügerisch. Okay, hoffentlich lass es die erste sein, bitte. Bitte, mein Freund. Mein Freund. Yes. Das. Bitte, ist es die erste? Ja, die erste. Und wir haben noch nichts verpasst. War hier die zweite? Ja. Kein Problem für mich. Kein Ding für den King. So, tolle Sprichwörter hier. Live bei Super Marco. Uncuttes Let's Play, obwohl ich da einen Teil sicher rausgeschnitten habe. Wenn ich nicht rausgeschnitten habe, wie mein Vater reinkommt und mir einen leckeren Schneegerteller anbietet. Oh, boah! Das ist mir noch nie passiert in einem Let's Play, dass es so leicht geht. Könnt ihr es gut sehen? Ich hoffe, ihr könnt es. Ich kann es auf jeden Fall gut sehen. Scheiße, wir können nichts aus dem Speicher benutzen. Nehmen, sorry. Nein! What the hell? Wie unlucky. Ich gehe zum Platz zurück. Bis gleich. So, Freunde. Nach dem tollen Tod gerade, der... habe ich gemerkt, dass es schon 14 Minuten um sind. Ja, ich tüftel noch ein bisschen an der Kameraeinstellung. So ist das ganz gut. Und dann habe ich gesehen, ja, es wird wohl nicht reichen für die andere Hälfte der ersten Welt. Hättet ihr jetzt gar nicht erwartet an dieser Stelle. Wahrscheinlich denkt ihr schon so, wenn ihr bis jetzt überhaupt hier noch schaut, das wird doch eh nicht klappen, Mann. Und dann, damit habt ihr auf jeden Fall recht. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier das Level an dieser Stelle beenden aus mehreren Gründen. Scheiße.
Kacke, und wieso aktiviere ich die hier schon? Was bin ich für ein Keck? Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Bitte weg. Aktiviere sie. Was? Es hat's natürlich nicht weggemacht. Nee, nee. Lol. Ja, dann hole ich sie nicht. Leute, sorry, dass ich immer so Lücken lasse, aber es ist trotzdem nicht die Zeit für. Es ist auch schon zu, wäre auch schon zu lang für ein Part, wenn ich Welt 4 schon zu Ende mache, aber ich will halt unbedingt diese Art Highlight mit dem, ja. Mach's, komm schon. Nein. Ja, das muss klappen. Nein, hä, was läuft hier falsch? Gerade eben hat's doch noch so geklappt. Das muss klappen. Das muss klappen, Leute. Endlich. Endlich. Ich stelle mich erstmal hier hin. Ich hole mir die Feuerblume. Als kleiner Mario ist das nämlich gerade deutlichst schief gegangen. Und jetzt werde ich nochmal die Kameraperspektive ändern. Lol. So läuft es doch, oder? Ich mach das mal. So ist es ein bisschen kantig, würde ich selbst... Fuck. Okay. Kumpel. Ja. Das war anders geplant, darf man mir glauben. Ach nö, das kann doch nicht ernst sein. Wir kriegen das hier hin, komm schon. Okay, dann machen wir es auf die komplizierte Art. Yes, die komplizierte Art hat geklappt. Oh, ich hatte gerade so Schiss, Die wollten mich hier trollen. Danke, Nintendo, dass ihr da nichts hingemacht habt. So, Kameraeinstellung ist back am Start. So ist das doch ganz gut. Nach diesem kleinen Underground-Part. Und jetzt haben wir noch 2 Level zu bewältigen in diesem Part. Leute, wie wir an diesem Level Zeit gespart haben, ist schon brutal krass. Junge, der Part wird 30 Minuten ohne das Castle, ohne die Eiswelt. Okay. So, erste Stemmes habt ihr gesehen. War ich nicht mehr wirklich möglich, die zu holen. Und ja. Ihr habt sie vorhin gesehen, das reicht mir als... Wow, nein, ich hasse den Kerl. Die Level sind so nervig mit dem, weil man nie so weiterkommt und das ist so eine Art Autoscroll, aber ja, kommen wir jetzt mit klar. Und zwar, ja, ihr habt es ja vorhin schon gesehen und das ist ja nur dieses Aufhol-Ding. Auf der Let's Play-Datei ist es ja drauf. Auf den richtigen Let's Plays werde ich das natürlich nicht mehr so blöde machen. Okay, mir sind die roten Münzen jetzt echt zu öde. Oh Mann, ich dachte gerade, ich habe eine gute Lösung gefunden. Naja, Feuerblume verloren, finde ich ziemlich cool an dieser Stelle. So, ein bisschen Kamera gerüttelt, während das Level weiter scrollt, geil. So mache ich das. One-Up, ich dachte, da ist ein Ranke oder sowas Interessanteres, aber dann war da nichts. Oh, ja, zu faul. Es lohnt sich auch nicht allzu sehr, weil wir holen lieber die Star Coins. War hier irgendwas in der Röhre? I don't think like it was. Best English hier. Ja, hier war doch die zweite Star Coin, daran erinnere ich mich noch. Yes, baby. Ich dachte gerade, da kann man nicht hin. Ach, du kleines Arschloch. Oh, give it to me. Bitte war da nix. Ich bin... War da was? Oh. Das ist hier. Du kleines, mieses Arschloch. Lol, ist es ein Secret Exit? Nee. Nein, hier ist kein Platz für einen. Dieses kleine, miese Arschloch wollte mich nicht hinlassen. Ich bin durchgerutscht. Aber ich habe es geschafft. Hui, das Level ist schon fast zu Ende. Hui.
Ja, ist zu Ende. Nice, dann haben wir nur noch das Castle vor uns. Und auch wirklich nur das Castle. Ah, ich wollte... Geht nicht, okay. Ah, hier kann man sich hochkämpfen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Um noch irgendwie einen One-Up zu kriegen, aber wir haben 16 Leben. Und das reicht, glaube ich, für das Castle und für die Eiswelt. Also, ja, wird das so bleiben. So, jetzt noch der Riesen-Gumba-Fight. Das wird dann auch im Thumbnail stehen. Also, von den Bossen der kreativste finde ich auf jeden Fall. Und das war der beste Start in ein Level. Ziemlich klug von mir, einfach reingerannt. Das ist, wie ihr es tun solltet. So. Ich warte lieber, mich will nicht nochmal das Gleiche. So, jetzt ala. Jetzt ala. Oh, das sage ich einfach zu gerne. So. Nächste Plattform und ein Knochentrochen, dessen Kopf ein Redhoff-Messers Schneide macht. Hier, erste Starkoin. Betonung aus alten Tagen. Oh yes, der Kopf ist runtergefallen, er lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr, ein kühles Skelett. Oh, okay, er lebt doch weiter. Perfekt. Oh, da habe ich gerade gedacht, das war eine falsche Entscheidung. Hier ist ein Stern. Aber ich werde nicht weit damit kommen, weil ich erstens zu blöd bin und zweitens, man braucht diesen Kugelwilli, wollte ich sagen. Den Twomp braucht man hier für Starcoin Numero Dos. Und deshalb werde ich ihn nicht killen wollen. Verständlich. Nummer 2. Nummer 3 war, glaube ich, noch sehr tricky. Nein, die war gar nicht tricky. Vertan. Sorry. Also sie war schon etwas schwerer, fand ich, aber so tricky ist sie jetzt nicht. Komm, Kleiner. Du auch bitte. Danke. Und das hat echt klasse funktioniert. So, gleich ist wenigstens der Checkpoint. Und der Riesen-Gumba-Fight war, glaube ich, auch nicht allzu hart. Ja, die war... Skill. Das ist die letzte Starcoin. Das einzige Trick hier war, da wirklich richtig runterzukommen, weil er genau hier kurz darüber stoppt, wie ihr seht. Das war das einzig wirklich Schwere. Aber was heißt schwer? What? 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 Nein, ich will das nicht sagen. So. Nicht dumm sein. Sehr spannend bis jetzt hier. Schaut euch das an. Wunderschönes Level mit fast nur diesen Teilen. So Leute, es hat mich gerade einfach so unterbrochen, das Spiel. Deswegen könnte ein unangenehmer Cut drin gewesen sein. Es hieß, ich habe keinen Speicherplatz mehr, obwohl ich 21 Minuten gefilmt habe, glaube ich. Oder um die 21 Minuten würde ich schätzen. Na du. Nudel. Und ja, es hieß, ich habe noch 50 Minuten frei. Nummer 2. Boah, wie ich hier schön reime. Oh Gott, ich hatte gerade Schiss. Komm, Kleiner. Kleiner. So, das war ein sehr spannender Fight. Leute, es war ein Ritt auf Messerschneide. Wir haben es geschafft. Wir können stolz sein. Wir sind die Ersten. Das Spiel ist ja auch nicht aus 2007, glaube ich. Oder 2006. Nö, nö. So, perfekt. Wir sind hier in Level-Welt 5. Level-Welt 5. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.